Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu der Lesung und zu dem Gesprächsabend heute, der sich um Steve Tolzens Buch A Fraction of the Whole, deutscher Titel Vatermord und andere Familienvergnügen, drehen wird. Als erstes möchte ich Ihnen uns drei da vorne vorstellen und Sie schon mal vorab um Entschuldigung bitten, wenn nicht jedes Wort mit größter Bühnenklarheit hinten sich reflektiert, weil auf die Dauer werden wir vielleicht die notwendige Lautstärke nicht immer durchhalten. So kurzes kollektives Räuspern dann von hinten, dann versuchen wir wieder die Stimme zu heben. Wir haben zwar große Lampen hier, aber kein Mikrofon. Das Mikrofon, das hier steht, ist für die freundlichen Menschen, die uns via Internet zugeschaltet sind. Steve Tolz hier in der Mitte, er ist der Grund, warum wir heute Abend hier sind und ich bitte ihn mit einem netten Applaus willkommen zu heißen. Peter Bote wird mit seiner wunderbaren Stimme die deutsche Übersetzung zum Vortrag bringen. Mein Name ist Paul Buckmeier. Ich bin für die peinlichen Sekunden dazwischen verantwortlich. Ich setze jetzt meine Brille auf und zwar richtig rum, damit ich mir meine Notizen lesen kann und setze mich damit ab. Im Internet zu sehen bin und auch hier auf diesem Bildschirm eingehende Fragen mit einbringen kann. A Fraction of the Whole ist das Debüt von Steve Tolz. Steve ist 1972 in Sydney geboren. Sydney liegt in Australien. Und seine Biografie zieren nach dem, was Andreas Bernhard neulich in der Süddeutschen so treffend formuliert hat, viele Orte und viele Professionen. Ein richtiger Schriftsteller braucht nämlich mindestens zwei oder drei Wohnsitze und zwei oder drei Professionen, bevor es zum Schriftsteller gebracht hat, um den nötigen Grad an Glaubwürdigkeit erreichen zu können, wie der Andi Bernhard so richtig diagnostiziert hat in seinem kleinen Aufsatz. Am besten sowas wie Berlin, unser kleines Dorf in der Nähe von Barcelona, wo man im Sommer mit den Fischern rummacht und sowas. Ich glaube, man kann es bei Steve zusammenfassen, es ist die letzten 10 Jahre, bis das Buch 2008 wirklich rausgekommen ist, viel rumgereist in der Welt, rumgezogen in der Welt, hat diverseste Jobs erledigt, wie man sich halt so über Wasser hält, er hat verschiedene literarische Projekte angefangen und wieder weggeschmissen, hat beim Film gejobbt, hat als Journalist gearbeitet und er hat sich 4 Jahre lang Zeit für sein Debüt gelassen, A Fraction of the Whole. Das ist dann auch sofort für 2 renommierte englische Literaturpreise nominiert worden zumindest, was ja schon eine große Leistung ist für Booker Award für die Guardian Shortlist und wird derzeit in alle möglichen Sprachen übersetzt. Der nächste Aufenthalt wird Barcelona sein, also die katalanische Version ist auch unterwegs, aber wir befassen uns heute mit der deutschen Version, die bei der DVA erscheint und wir stellen ja auch fest, dass der Verlag viel in diesen Autor zu investieren bereit ist, weil er offensichtlich an seine Qualitäten glaubt, sowohl gute Bücher schreiben zu können, als auch ein großes Publikum erreichen zu können. Und Detlef Bote wird uns dann aus der deutschen Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann vorlesen. Ich fasse für Sie kurz die Handlung des Romans zusammen, bevor ich mich mit Steve unterhalte, eine erste Gesprächsrunde mache. Wir treffen zu Beginn des Buches auf einen gewissen Jasper Dean, ein junger Mann, erscheint in einem australischen Gefängnis, den Mord an seinem Vater Martin zu sühnen und schreibt so als intellektuelles Bodybuilding, um nicht zu verblöden, dessen Memoiren, also die Lebensgeschichte seines Vaters. Martin verschwand mit 50 als einer der meistgehassten Männer Australiens von der Bildfläche, wie es zu diesem Attribut meistgehasst kam, muss ich dem Lesenden überlassen, das würde jetzt hier deutlich zu weit führen. Und er war der Bruder von Terry Dean, dem beliebtesten Menschen in Australien, was die Sache nicht einfacher macht. Terry ist ein notorischer Berufsverbrecher gewesen, mit einer langen Latte von Gewaltverbrechen und Morden, hat sich aber in das Herz seiner Landsleute gemordet, indem er vor allem betrügende Sportler um die Ecke gebracht hat. Wer weiß, wie unangenehm man das finden kann, wenn Spiele verschoben, wenn
gedopt und wenn bestochen wird, der kann nachvollziehen, dass er eben dort eine Ned Kelly-hafte Statur im Herzen der Australier bekommen hat. Und zwischen diesen beiden übermächtigen und auch egozentrischen Charakteren, nämlich dem Vater Martin und dem Bruder Terry, wird Klein Jasper im wahrsten Sinne des Wortes zerrieben. Seine Mutter begeht Selbstmord, die hat er eh nie kennengelernt, er wächst bei diesen beiden oder bei seinem Vater auf und er erfährt von diesem dann die Details über das seltsame Leben seines Onkels. Dabei entwickelt sich auf diesen 700 Seiten im englischen Original, 800 Seiten in der deutschen Übersetzung, die Dinge gegen Ende hin natürlich ganz anders, als man anfangs vermutet. So viel darf ich verraten, ohne die Spannung rauszunehmen, weil ich glaube, bei einem Roman dieser Güte und auch dieser Länge ist es ja nicht so wirklich wichtig, wer jetzt gerade wen, wann, wie, warum umgebracht hat, sondern es ist schon das Lesen und der Weg, das Ziel. Wir erleben also sowas wie ein leicht blau eingefärbtes Happy End. So viel darf ich dem Leser versprechen. Und bevor Steve jetzt als erstes aus der englischen Originalfassung liest und tatsächlich dann die deutsche Übersetzung liest, ein paar Fragen. Ich werde sie auf Deutsch stellen, dann auf Englisch wiederholen und dann die englische Antwort von Steve, so knapp es mir möglich ist, zusammenfassen und dann die nächste Frage anschließen. Wenn Sie der Meinung sind, die deutschen Übersetzungen sind überflüssig, tun Sie auch das lautstark kund, dann können wir Zeit sparen. Steve, your family's background is of interest, I think, before we start reading from this novel, because the novel is a kind of a family novel, or a novel about the situation in an awkward family. Yes. How was your upbringing, your background? Well, I think I should say it's not at all an autobiographical novel. Obviously. Yes. So my father isn't the most hated man in Australia, and my uncle isn't the most adored man. And no, it's very, very little to do. My family background, four grandparents from Poland, Lithuania, Palestine, and New Zealand, who all converged on Australia at some point. And this novel has, it's completely a work of imagination. It's, in fact, I would say that it's not remotely autobiographical, yet completely autobiographical. Does that make sense? Also die Familie ist aus einem sehr durchmischt ethnischen Background, den ich jetzt nicht mehr auswendig rezitieren kann. Ich glaube, dass es uns groß weiterbringt. Und wie er auch in vielen anderen Interviews schon angedeutet hat, nein, das Buch ist nicht autobiografisch eingefärbt. Es ist completely ein Work of Fiction, eine erfundene Geschichte. Und ich glaube, er wollte auch diesem Eindruck entgehen, dass es autobiografisch sein könnte, indem er die Protagonisten von sich lebensstilmäßig sehr abgerückt hat. Der Martin, der Vater und der Bruder sind etwa mein Alter, also Anfang 50, was mich sehr betroffen gemacht hat beim Lesen, ich mich vorher schon beschwert, wenn man da über den Verfall seines Körpers lesen muss und ähnliches. Ja. Und Jasper ist deutlich jünger als der Autor, also Steve ist irgendwo in der Mitte. Und ich frage ihn jetzt, ob das sozusagen von ihm so unternommen worden ist, um sich diesem Autobiografieverdacht entziehen zu können. Martin is definitely older than you are, and Terry is too, and Jasper is a lot younger. So it was this also a something you did to avoid any comparison with the author? Unfortunately, any time you write in the first person, you don't avoid people confusing you with the characters. But no, Martin is, I guess, who I would have been had I not Jasper to counterbalance him. So it's kind of, I mean, in the one way it's a story about a father and son, another way it's a story of this kind of fractured psyche. So look, I wasn't trying to hide it all in the novel. In fact, I'm there on every page. Der Autor versteckt sich nicht hinter seinen Figuren. Er ist sozusagen, seine Seele ist ja ausgebreitet wie bei jedem Schriftsteller auf jeder Seite dieses Buches. Ja. Und er hätte sich schon
gerne diesem Martin auch hingegeben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich auch diesen Gegenpol des Jazzburg gebraucht und wir werden gleich auch erfahren, warum das so ist. Ich würde gerne noch zwei, drei Fragen zum Land, aus dem unser Gast heute stammt, stellen, zu Australien. Heutzutage fährt ja jeder nach dem Abi oder wenn er irgendwie 3 Tage Urlaub hat nach Australien und schwört dann, er wird dort den Rest seines Lebens verbringen. Er ist nun aus Australien weggegangen, um die halbe Welt gereist, hat in vielen Ländern gejobbt und gearbeitet. Warum er dieses Paradies denn verlassen hat, möchte ich gerne wissen. I just told the audience, and I think I earned some recognition in what I said, that every student, every young person after finishing school wants to go to Australia and spend the rest of their lives there. And you left. How come? Well, when you're in Australia, you do feel far from the rest of the world. And I mean, I personally had, I guess when I finished university, I realized that if I was going to live to about 80 years old, then I realized that I'd already spent a quarter of my life in the one place. And that kind of filled me with kind of a terror and a horror. And so I wanted to get out immediately and go as far away as I can. I mean, there's no way of leaving Australia without going as far away as possible because there's just that distance. Yeah, you can take the boy out of the ghetto, but you can't take it. Exactly. So yeah, and you know, I always return to Australia, but Australia is also a great place to leave. What is it you miss most? This yeast you put on your bread? Or? Yes, Vegemite. Vegemite, which is not for people who aren't used to it. It's an acquired taste. Well, considering it's spring now and the weather is very similar to our deepest winter, I'd have to say that the weather. Okay. Ich glaube, Sie haben das meiste verstanden. Australien ist ein Ort, den man gern verlässt, wenn man dort aufgewachsen ist. Warum? Weil es einfach der Arsch der Welt ist. Da ist schon was dran. Andererseits gibt es Dinge natürlich, die jeder Australier, den ich zumindest kenne, ewig bejammert, dass er im Rest der Welt nicht findet, wie diesen hefeartigen Brotaufstrich Vegemite. Aber das ist ein Genuss, mit dem man groß geworden sein muss, ich sag mal vergleichbar dem Lüngerl hierzulande oder einem Grämischmalz. Ja. Das ist nicht unbedingt etwas, was man ausländischen Gästen anbieten muss. Nein, das Wetter ist vielleicht das, was Steve Tolz am meisten vermisst. Wenn er jetzt beim Fenster rausschaut und erfährt, es sei Frühling, dann packt ihn eine tiefe Traurigkeit, weil es doch hauptsächlich an den australischen Winter erinnert, was wir für Frühling halten. When I read the novel, als ich das Buch gelesen habe und so, ist mir lange nicht aufgegangen, dass es notwendigerweise in Australien spielt. Es wird zwar ab und zu mal eine Schlange oder eine Spinne oder ein Buschfeuer erwähnt, aber es kam dann eine Stelle, wo die Protagonistin Anouk eingeführt wird und das ist eine super esoterische Tante, die jeder religiösen Marotte nachrennt. Und da wusste ich, ich bin in Australien, weil das ist mir bei meinen Aufenthalten im Land aufgefallen, dass alle wie verrückt nach jedem New Age Klimbim sind. Und ich frage jetzt, ob mein Vorurteil berechtigt ist. When reading the novel, you mentioned the odd bushfire here and there, or a snake, or a poisonous spider, and what Australians boast with all the time. But I really believe I am in Australia when you presented Anouk, because she's so much into esoterics and New Age things. And I always considered this very big in Australia. Is that still true in the 2000 and in the first decade of the new century? Well, I think that's probably more revealing about your trips in Australia. Maybe. I don't know where you went or who you were smoking with. It's not something we're very famous for as our kind of hippie. I mean, if you went, maybe perhaps you went to Byron Bay. Yeah. Or, but Anouk is a character that I, she's an amalgam of a few people that I met. I seem to have met quite a number of these, I guess mostly
women who believed in, I guess, all, you know, the absolute combination of, you know, astrologies, crystals, and every half credible belief all kind of rolled into one packet. And so I kind of wanted to show her in, as a kind of reflection of these people. But it's really, they're people that I've met on my travels, more than from being in Australia. I lived in Barcelona and New Zealand and France and the United States. And so they're just, it's kind of like a rolling stone, you know, picking up little bits of people as I went along. Also Steve hat den Ball geschickt zurückgespielt. Er sagt, also ihm ist in Australien nie aufgefallen, dass die Leute da so besonders verrückt nach esoterischen Dingen wären. Ich kann da nur kennerhaft vor mich hingrinsen, aber so kann man halt im Land als jemand, der dort lebt und jemand, der es besucht, ganz verschieden wahrnehmen. Und die Figur der Anouk, die in dem Buch eine große und wichtige Rolle spielt, ist ein Amalgam aus ganz vielen verschiedenen Personen, die sich eben für esoterische Dinge und für New Age Philosophien und Ähnliches interessieren, die ja auch überall auf der Welt Leute getroffen hat, die einen Teil von Anouk heute darstellen. Bevor wir jetzt aber allzu sehr ins Detail gehen, würde ich jetzt Steve bitten, einen ersten Absatz zu lesen, in dem, glaube ich, Jasper, also der junge Mann am Anfang in diesem Hochsicherheitstrakt zu Wort kommt, sich vorstellen kann. Und anschließend dann bitte die deutsche Sätze. Steve, would you be so kind and start the reading? Okay, sure. Und könnte noch jemand, just a second, kommen, die auf der Twitter-Seite komme ich mit meiner Maus nicht dahin, wo ich es aktualisieren könnte. Jemand, der mit dem Computer sich auskennt, so unauffällig hier Soundcheck-mäßig müssen. Okay. Sorry, I can't be reading in German. Where to begin my story? Negotiating with memories isn't easy. How to choose between those panting to be told, those still ripening, those already shriveling, and those destined to be mangled by language and come out pulverized. One thing's for sure. Not writing about my father would take a mental effort that's beyond me. All my non-dad thoughts feel like transparent strategies to avoid thinking about him. And why should I avoid it anyway? My father punished me for existing, and now it's my turn to punish him for existing. It's only fair. But the real difficulty is I feel dwarfed by our lives. They loom disproportionately large. We painted on a broader canvas than we deserved, across three continents, from obscurity to celebrity, from cities to jungles, from rags to designer rags, betrayed by our lovers and our bodies, and humiliated on a national then cosmic scale with hardly a cuddle to keep us going. We were lazy people on an adventure, flirting with life but too shy to go all the way. So how to begin to recount our hideous odyssey? People, keep it simple, Jasper. Remember, people are satisfied and are make that thrilled by the simplification of complex events. And besides, mine's a damn good story and it's true. I don't know why, but that seems to be important to people. Personally, if someone said to me, I've got this great story to tell you and every word is an absolute lie, I'd be on the edge of my seat. I guess I should just admit it. This will be as much about my father as it is about me. I hate how no one can tell the story of his life without making a star of his enemy, but that's just the way it is. The fact is, the whole of Australia despises my father, perhaps more than any other man, just as they adore his brother, my uncle, perhaps more than any other man. I might as well set the story straight about both of them, though I don't intend to undermine your love for my uncle or reverse your hatred for my father, especially if it's an expansive hatred. I don't want to spoil things if you use your hatred to quicken your awareness of who you love. I should also say this just to get it out of the way. My father's body will never be found. Die meiste Zeit über konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich meinen Vater nun bedauern, ignorieren, verehren, verurteilen oder gar umbringen sollte. Tatsächlich blieb mir sein Verhalten bis zum Schluss unerklärlich. Er hatte widersprüchliche Vorstellungen von praktisch allen und jedem. Besonders was meine Ausbildung anging. Ich war gerade mal 8 Monate im Kindergarten, da entschied er, dass ich nicht mehr hingehen sollte. Weil das Erziehungssystem verdummt, geisttötend, archaisch und profan sei.
Ich verstehe nicht, wie jemand das Malen mit Fingerfarben archaisch und profan nennen kann. Eine Schweinerei, das ja. Geisttötend? Nein. Er nahm mich aus der Gruppe und wollte mich zu Hause selbst unterrichten. Statt mich mit Fingerfarben malen zu lassen, las er mir die Briefe vor, die Vincent van Gogh seinen Bruder Theo geschrieben hatte, kurz bevor er sich das Ohr abschnitt. Dazu Passagen aus dem Buch Menschliches, allzu Menschliches, damit wir gemeinsam Nietzsche vor den Nazis retten konnten. Dann ließ sich Dad von der zeitaufwendigen Beschäftigung ins Leere zu starren ablenken und ich saß im Haus herum und drehte die Däumchen, mit denen ich lieber in Fingerfarben gematscht hätte. Nach 6 Wochen lieferte er mich wieder im Kindergarten ab. Gerade als es so aussah, als wäre es mir noch vergönnt, ein normales Leben zu führen, da marschierte er, keine 2 Wochen nach Beginn meines ersten Schuljahres, ins Klassenzimmer und riss mich erneut aus allem heraus. Weil ihn die Furcht überkommen hatte, mein empfängliches Hirn könnte sich in den Spalten von Satans Unterhose verlieren. Diesmal meinte er es ernst. Die Zigarettenasche auf einen Berg ungespülten Geschirrs schnippend, unterrichtete er mich an unserem wackeligen Küchentisch in Literatur, Philosophie, Geografie, Geschichte und einem namenlosen Fach, das darin bestand, dass er die Tageszeitungen durchging und mich anbelferte, die Medien würden eine, wie er es nannte, moralische Hysterie schüren und von mir verlangte, ihm zu erklären, warum die Leute sich so bereitwillig in moralische Hysterie versetzen ließen. Manchmal unterrichtete er von seinem Schlafzimmer aus, umgeben von Hunderten von Büchern aus dem Ramsch-Antiquariat, Bildern von ernst reinschauenden toten Dichtern, leeren Bierflaschen, Zeitungsausschnitten, alten Landkarten, schwarzen, vertrockneten Bananenschalen, Kisten mit noch ungerauchten Zigarren und Aschenbechern voller Gerauchter. So lief eine typische Unterrichtsstunde ab. Okay, Jasper. Also, die Welt fällt nicht länger heimlich, still und leise auseinander, sondern mit lautem Getöse. In jeder Stadt der Welt zieht der Geruch von Hamburgern schamlos durch die Straßen und sucht nach alten Freunden. In den herkömmlichen Märchen war die böse Hexe hässlich. In modernen hat sie hohe Wangenknochen und Silikonimplantate. Die Menschen sind nicht mehr geheimnisvoll, weil sie nie die Klappe halten. Der Glaube ist in etwa so erhellend wie eine Augenbinde. Hörst du mir zu, Jasper? Es kann vorkommen, dass du spät abends durch die Stadt gehst und eine Frau, die vor dir hergeht, dreht sich um und wechselt dann die Straßenseite, nur weil einige deiner Geschlechtsgenossen Frauen vergewaltigen und Kinder schänden. Ein Fach war so verwirrend wie das andere und jedes deckte ein breites Spektrum an Themen ab. Er versuchte, mich in sokratische Dialoge zu verwickeln, übernahm aber letzten Endes immer beide Parts. Wenn es während eines Gewitters einen Stromausfall gab, zündete Dad eine Kerze an und hielt sie sich unter das Kinn, um mir zu zeigen, wie das menschliche Antlitz bei entsprechender Beleuchtung zu einer Fratze des Bösen wird. Sollte ich mich je mit jemandem verabreden müssen, hämmerte er mir ein, dann sollte ich unbedingt aus der dummen menschlichen Gewohnheit ausscheren, mich auf eine Uhrzeit im Viertelstundenrhythmus festzulegen. Treff nie Leute um 7.45 Uhr oder 6.30 Uhr erstmal. Schlag Zeiten vor wie 7.12 Uhr oder 8.03 Uhr. Wenn das Telefon klingelte, nahm er es ab und schwieg. Sagte der Anrufer dann Hallo, antwortete er mit piepsiger Kinderstimme, der hat nicht zu Hause. Schon als Kind war mir klar, dass ein erwachsener Mann, der sich vor der Welt versteckt, indem er sich für seinen eigenen 6-jährigen Sohn ausgibt, wunderlich ist. Doch viele Jahre später ertappte ich mich dabei, es genauso zu machen, nur dass ich so tat, als wäre ich er. Mein Sohn ist nicht da. Worum handelt es sich denn? Dröhnte ich dann. Und Dad nickte beifällig. Sich verstecken. Das fand er gut. Diese Unterrichtsstunden setzten sich auch außerhalb unserer 4 Wände fort, wo Dad mir die Kunst des Falschen beizubringen versuchte, obwohl das in unserer Gesellschaft nicht gerade üblich war. Ich weiß noch, wie er mit mir an der Hand eine Zeitung kaufen ging und den verdatterten Verkäufer anschrie, keine Kriege, keine Wirtschaftskrisen, keine Massenmörder auf freiem Fuß. Wofür verlangen Sie dann so viel Geld? Ist doch gar nichts passiert. Ich erinnere mich auch daran, wie er mich auf einen gelben Plastikstuhl setzte und mir die Haare schnitt. Für ihn war das etwas, das mit Hirnchirurgie absolut nichts zu tun hatte. Und deshalb war es für ihn selbstverständlich, dass ein Mann mit 2 Händen und einer Schere auch Haare schneiden konnte. Ich werfe mein Geld doch nicht für einen Friseur raus, Jasper. Was gibt's denn da zu können? Klar, na Kopfhaut ist Schluss. Mein Vater, der Philosoph. Nicht mal die Haare konnte er einem schneiden, ohne sich darüber tiefsinnige Gedanken zu machen. Haare sind das Symbol für Kraft und Vitalität. Auch wenn es viele dynamische Glatzköpfe auf Erden gibt und auch Menschen mit langen Haaren apathisch sein können.
Warum schneiden wir sie überhaupt? Was haben wir gegen Haare? Fragte er etwa und ging mit blindwütigem, willkürlichen Schnippschnapp auf meinen Kopf los. Auch seine eigenen Haare schnitt er selbst, oft ohne einen Spiegel zur Hilfe zu nehmen. Ich will ja keinen Preis damit gewinnen, sagte er immer. Es soll nur kürzer werden. Wir waren Vater und Sohn mit aberwitzigen, schief geschnittenen Frisuren. Lebende Beispiele für einen der Lieblingsgrundsätze meines Dads, den ich erst später so ganz verstehen sollte. Verrückt auszusehen, macht frei. Spätabends dann wurden die Lektionen des Tages mit einer Gute-Nacht-Geschichte gekrönt, die er sich selbst ausdachte. Oh Mann, es waren alles düstere und gruselige Geschichten, deren Held unverkennbar mich darstellen sollte. Ein typisches Beispiel. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Kaspar. Kaspars Freunde waren sich einig. Alle hassten sie den fetten Jungen, der ein Stück die Straße runter wohnte. Kaspar wollte natürlich dazugehören. Deswegen begann er, den fetten Jungen ebenfalls zu hassen. Dann stellte Kaspar eines Morgens beim Aufwachen fest, dass sein Gehirn zu faulen begonnen hatte und ihm als quälender Ausfluss aus dem Hintern tropfte. Armer Kaspar. Ihm blieb wirklich nichts erspart. In dieser Serie von Gute-Nacht-Geschichten wurde er erschossen, erstochen, niedergeknüppelt, in kochende Flüssigkeiten getaucht, über Felder voll Glasscherben geschleift, ihm wurden die Fingernägel herausgerissen, Kannibalen labten sich an seinen Eingeweiden, er verschwand, implodierte und litt wiederholt an epileptischen Anfällen und vorübergehender Taubheit. Die Moral war stets ein und dieselbe. Wer sich ohne nachzudenken der öffentlichen Meinung anschließt, stirbt eines überraschenden, grässlichen Todes. Eine Ewigkeit hatte ich schreckliche Angst, irgendwem oder nur irgendwie zuzustimmen, selbst wenn es nur um die Uhrzeit ging. Nennenswerte Erfolge blieben Kaspar verwehrt. Gut, mitunter gelangen ihm kleine Etappensiege, für die er belohnt wurde, mit 2 Goldmünzen, einem Kuss, die Anerkennung seines Vaters, aber nie, nicht ein einziges Mal gewann er die Schlacht. Wie ich heute weiß, lag dies daran, dass Dads Lebensphilosophie ihm selbst so gut wie keinen Erfolg eingebracht hatte. Keine Liebe, keine Ruhe, kein Gelingen, kein Glück. Dauerhafter Frieden oder einen endgültigen Sieg, das konnte der sich einfach nicht vorstellen. Er hatte das nie erlebt. Daher war auch Kaspar von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er hatte keine Chance, der arme Kerl. Das war der erste Teil, bitte? Das war der erste Teil. Und zwar der verdiente Lohn. Der erste Teil, aber nicht genau das, was Steve vorher gelesen hat, aus Vatermord und andere Familienvergnügen. Das, was Steve gelesen hat, war im Grunde auch noch ein bisschen das, was ich vorher schon in meiner Zusammenfassung habe anklingen lassen. Die seltsamen 3 Hauptfiguren. Und die Lupe drauf gehalten hat, dass die Textstelle, die wir von Detlef gehört haben, inwieweit die Seltsamkeit dieses Marking, die zu benennen ist, haben wir gerade miterleben können. Ich werde mich jetzt wieder eine Weile mit Steve unterhalten, bevor wir dann einen zweiten Teil hören, der Martin selbst zu Wort kommen lässt, ich glaube aus alten Notizbüchern, die er in Paris anfertigt wird, zitiert werden. Aber bis dahin noch kurz ein bisschen was zum beschreiberischen Hintergrund von Steve. Steve, you started writing like every writer else as a teenager, I learned. Yes. Well, I started writing, over the years I've written, before I started this book, I've written sort of unpublished poetry and short stories that I sent to magazines and, you know, was rejected, and articles that I wrote for newspapers. I would send them in. They would also get rejected. I wrote unproduced screenplays and unproducible plays and radio plays. I wrote probably the first three chapters of about 3 other novels. And, you know, it all adds up. But at the same time, I was doing a lot of different jobs. So I had, over the years, I worked as a cameraman and an English teacher and a security guard and private investigator and a telemarketer. And, you know, I guess failing at everything else,
as I was kind of jumping from the bottom rung of one ladder to the bottom rung of another ladder, the only thing I was doing consistently over the years was writing. And so I kind of inadvertently developed this skill while I was sort of trying to make my way in other jobs. And then began this novel, and this, I guess, is the only one, I think, that I continued and felt. Also natürlich hat als Teenager angefangen zu schreiben, hat zeitlich Artikel, Kurzgeschichten und was man sonst noch an Formen wählen kann, auch für sich entdeckt und dann an Zeitungen oder Verlage eingeschickt und hat auch die handelsüblichen Absagen einstecken müssen, hat dann zwischendurch eben in Latte andere Berufe, jetzt habe ich auch schon kurz angedeutet, vom Wachmann bis zum Kameramann gearbeitet. Und während dieser Tätigkeiten vielleicht sich dann die Fertigkeit erworben, tatsächlich ein Schriftsteller zu sein, der dann Mitte seines vierten Lebensjahrzehnts tatsächlich in der Lage war, einen Roman nicht nur zu beginnen, sondern über die ersten drei Kapitel auch hinauszubringen. Und ich habe in einer australischen Zeitung einen Text über diesen Roman gefunden, in dem eine sechsstellige Summe als Vorschuss für diesen Roman genannt wird. Und das ist immer etwas, wovon 99% aller Schreibenden träumen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie ein Wachmann und Kameramann einen Verlag in Australien dazu überredet, ihm 100.000 Dollar auf den Tisch des Hauses zu legen, damit er in Ruhe weiterschreiben kann. You very impressively told us you've been a cameraman, a guard, stuff like that. And in an Australian magazine, I read the astonishing six-figure sum of $100,000 advance you received for this novel. How does a cameraman and guardian convince an Australian publisher to hand over this amount of money? 99% of the writers worldwide would like to know the answer. Well, this is Australian dollars, you have to see. Okay. Now, the Australian dollar versus the euro is not... not really doing that well, so it's not that. And you know, look, it took me 5 years to write the novel, so divided by five, I don't think that really. And then every dollar is earned. But I want to know the secret: how you get a publisher to get to give it to in advance without a body of work to rely on. Well, basically, what I did, and everybody has to go their own way, I should say the first version that I sent out was 1,000 pages. Just printing 1,000 pages is expensive enough. And then photocopying it and then sending it by mail from Australia to the UK and to New York, that was already very expensive. That was probably already $100,000 just there. Initially, I didn't know anyone in the publishing industry, and I didn't know anything about the publishing industry. And my initial idea, which I thought was a really good one, was I looked at the contemporary novels on my bookshelf, and I thought I'll just look and see who their agents were, the books that I really enjoyed. So I took all my favorite authors, and I got their numbers or the addresses of their agents, and I sent my 1,000-page book. And I sort of got all rejections, so that didn't work. And then I cut 300 pages out of the book, and then I did it all over again, sent it all back, and that still didn't work. And then what happened was my sister met an author at a party who knew someone who knew a publisher, and that's really how it came about. And I actually was looking for an agent, and I thought it would get to him, and he perhaps could recommend someone to me. I didn't know who he was, and then in fact he was with Random House, and he really liked the book. And so it just requires, a fair share of luck. A fair share of luck, exactly. Also meine etwas unverschämte Frage hat dazu geführt, dass wir doch einiges über das Verlagswesen lernen konnten. Steve hat jetzt ja erst etwas defensiv geantwortet, wenn man 5 Jahre an einem Roman schreibt, außerdem es waren ja australische Dollar und so weiter, da hat man sich schon alles verdient. Das gestehen wir ihm auch gerne zu. Wir wollten ja wissen, oder ich wollte wissen,
wie man denn einen Verleger dazu bringt, und er hat uns jetzt die Entstehungsgeschichte des Romans nochmal geschildert. Er hat aus einer Kurzgeschichte erst einen 1000-Seiter gemacht, hat diesen 1000-Seiter mit, verbunden mit extrem hohen Kopierkosten und Portokosten in die Verlagswelt hinausgesendet, hat Ablehnungen dafür erhalten, hat 300 Seiten rausgestrichen, hat es noch mehr rausgeschickt und es führte zu nichts. Aber auf einer Party seiner Schwester hatte durch Zufall einen Verleger kennengelernt, den er gar nicht als solchen erstmal wahrgenommen hat, wollte von dem eigentlich nur den Rat wissen, an welchen Agenten er sich wenden sollte, weil er auch gesehen hat, dass alle erfolgreichen Autoren, die er liebt, über Agenten verfügen. Aber diesem Herrn bei Random House hat das Teil gleich so gut gefallen, dass eben die Erfolgsgeschichte Steve Toys daraus geworden ist. Und jetzt haben wir von diesen 1000 Seiten schon gehört von ihm selber und 700 Seiten in der englischen Originalfassung, 800 jetzt in der deutschen. In vielen Interviews ist es ein Riesenthema, warum jemand in diesen Zeiten überhaupt noch so einen langen Roman schreibt. Also danach frage ich ihn jetzt und auch, wie ein Autor ein Gefühl entwickelt, was denn die richtige Länge für seinen Stoff ist. Thanks for your honest answer, because the most incredible stories are most often the true ones. So we all believe you. In a lot of reviews and interviews, people are astonished about the volume. Wow, 700 pages, 800 pages. And always it's kind of, wow, why didn't you do it with 200? It would have been easier for all of us. Yeah. So, is it like an insult to the modern reader in the 21st century to produce a brickstone of a book? Yes, well, and the first edition that came out when it came out in Australia, it was this, they published it sort of similarly to that in this very big version. And everyone was always, yes, oh, it's so big. It's, you know, and I sort of thought, you know, you think this is heavy, you should try carrying it in your head, which I did for many years. But only a crazy person would set out to write an 800-page book. So I had, you know, if I had known at the beginning, if I had sat down in front of a blank piece of paper and thought, okay, 5 years and 700 pages, here I come. It just doesn't really work that way. I originally started it. In fact, the book originally started as a short story of 500 words. I was looking for a work in London, and a magazine asked me to write a short piece, and I wrote this piece, but I couldn't bring myself to give it to them because I'd kind of thought, I think I can expand this to a slightly larger story. And then I'd written another short story, and then it occurred to me that they were like the beginning and end of a book, and all I had to do is just quickly fill in the middle. yes, and five years and 700 pages later, that's how it came about. Ja, wenn sich jemand über den Umfang des Buchs mokiert oder beschwert, so direkt wird schon keiner getan haben, dann sagt Steve gerne als Antwort, was meinst du, wie schwer das ist, diese Menge an Stoff mit meinem Kopf rumschleppen zu müssen. Dagegen ist das Buch selber ja sehr leicht. Angefangen hat es als Kurzgeschichte, ein paar hundert Wörter waren von ihm erwartet für eine englische Zeitung, aber er hat es dann nicht abgegeben, hat es ausgeweitet, hat es hierhin und dorthin wachsen lassen, bis er meinte, einen Anfang und ein Ende gefunden zu haben, das nur noch ein paar Stückchen in der Mitte braucht, aber bis die paar Stückchen in der Mitte dann eben platziert waren, hat es die erwähnten 4-5 Jahre gedauert. Und das ist ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches. Ich schließe jetzt die vorher erwähnte Frage nach dem Gefühl für den Anfang an. What I really want to know is how does an author, in this case you, develop a feeling what the right form and length, the right format and length for your subject is, for what you want to write. When do you decide, no, it's not a short story, or it's going to be 200 pages long, or it's going to be a real huge volume? What gives you the hint?
Well, the size of the pages and the word count on the computer. Realizing, you know, as I passed the, you know, the original version, as I was getting towards 100,000 words, 150,000 words, I'm like, this short story is really getting out of control. And you know, you don't know, but there's, you know, there's this quote that's sort of, I'm trying to remember. It's like from an author that said, I can't remember who. It's like writing is like driving a car at night. You know, you only need to see as far as the headlights, but you can make the whole trip that way. So you don't really need to know where you're going. You just need to know the little part in front of you. And the story informs the length. I mean, you know, it's so it's like writer's anonymous. You take it by the day. Yeah, you take it by the day, and you know, you hope you'll get to the end. Er sagt, dass ein Kollege hätte geschrieben, er weiß nicht mehr, wer es ist. Man schreibe, wie man nachts Auto fährt. Man sieht nur das, was im Scheinwerferlicht, also direkt vor der Windschutzscheibe vor einem ist, aber trotzdem kann man die ganze Wegstrecke zurücklegen. Also das schreibt sich selber und irgendwann ist man an seinem Ziel angekommen, so wie man nach einer langen Nachtfahrt mit einem Auto am Ziel angekommen ist. Ich habe noch den Kala mit Autoren, von den anonymen Autoren gemacht. Also man schreibt jeden Tag weiter und dann irgendwann ist man fertig oder trocken oder was auch immer. Bevor wir das nächste Quantum-Lesung geboten bekommen von Peter, eine Frage noch. Werden die weiteren Bücher, die wir von Steve zu erwarten haben, auch im Kilo-Bereich sein oder geht es auch wieder in den Gramm-Bereich runter oder wird es sich in verschiedenen Formaten versuchen? Before I ask Detlef to tweet the next part of your novel, when we meet Martin in a more private manner, quoting from his diaries, I want one answer considering your future. Is it from now on Steve Toltz, the writer of Brickstone thick novels, or do you intend to dabble in other formats and shorter forms too in the future? I've just written a play, so that was my next thing, which I've just finished, and I found some people to do it in New York, so that's coming up. And you know, I'm writing a second novel, and you know, I hope to God it's not going to be 700-800 pages. It's good. Yes, but I'm still trying to keep it down. But you know, the story dictates. I'm just, you know, I'm just kind of the scribe. Also, das Buch schreibt ihn, das, an dem er gerade arbeitet. Er weiß nicht, wie dick es werden wird. Das soll uns auch nicht weiter kümmern. Ich glaube, ein erfahrener Leser hat auch mit 700 Seiten kein Problem. Und er hat gerade fertiggestellt ein Theaterstück, das, wenn ich es richtig verstanden habe, eventuell in New York zur Aufführung ansteht. Jetzt werden wir Martin begegnen. Er ist zu dem Zeitpunkt dessen, was du liest, glaube ich, in Paris und schreibt... I think it's the one before that. The one before that? In the coma. Which one? In the coma. It's before Paris. So it's before Paris. Detlef, du liest jetzt und ich sag dann danach, was es war. Mein Koma war The Koma. Mein Koma war vollkommen anders als alles, was ich je darüber gelesen hatte. Ich habe gehört, dass Leute ins Koma gefallen sind, als sie gerade einen Witz erzählt haben, und als sie 42 Jahre später wieder aufgewacht sind, haben sie die Pointe gesetzt. Die Jahrzehnte des Vergessens waren nur ein kurzer Augenblick des Nichts für sie, als wären sie durch eines dieser Sagan-Wurmlöcher gereist, als hätte sich die Zeit um sich selbst gedreht und sie wären in einem Sekundenbruchteil hindurchgeflogen. Die Gedanken, Visionen und Eindrücke, die ich in diesem Koma hatte, wiederzugeben, ist nahezu unmöglich. Nein, ich will es erst gar nicht versuchen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Ich sage nur so viel, dass ich dort Laute hörte, die ich nicht gehört haben kann, und Dinge sah, die ich nicht gesehen haben kann. Was ich jetzt sage, klingt verrückt oder noch schlimmer, mystisch. Und du weißt, dass ich dazu eigentlich nicht neige. Also, wenn man sich das Unbewusste als ein großes Fass vorstellt, dann ist der Deckel normalerweise offen. Und in den Stunden, in denen man wach ist,
füllt es sich mit Bildern, Lauten, Erfahrungen, negativen Schwingungen und anderen Wahrnehmungen. Wenn es aber nun keine Stunden gibt, in denen man wach ist, wirklich gar keine, und das Monate oder gar Jahre lang, und der Deckel ist versiegelt, dann kann es sein, dass der ruhelose, nach Beschäftigung gierende Geist tief in dieses Fass hineintaucht, hinunter bis zum Grund des Unbewussten und Dinge hervorholt, die vorangegangene Generationen dort zurückgelassen haben. Das ist eine Jungsche Deutung. Ich weiß nicht mal, ob C.G. Jung mir wirklich liegt, aber es gibt nur sehr, sehr wenige andere Theorien, die auch nur annähernd erklären könnten, was ich gesehen habe und doch nicht gesehen haben kann. Oder bestätigen, was ich vernommen habe und doch nicht vernommen haben kann. Ich will es noch einmal anders versuchen. Es gibt eine Kurzgeschichte von Bourget, das Alef. Das Alef, das sich in dieser Geschichte auf der 19. Treppe, Stufe, einer Keller-Wendeltreppe befindet, ist ein geheimnisvolles, uraltes Portal zu jedem Punkt unseres Universums. Kein Witz, zu jedem erdenklichen Punkt. Und wenn man hineinblickt, dann sieht man, naja, absolut alles eben. Meine Hypothese ist, dass irgendwo in den uralten Schichten unseres Selbst eine vergleichbare Pforte existieren könnte, die irgendwo in einem Riss, einer Spalte oder der Erinnerung an unsere eigene Geburt schlummert, nur dass wir sie nie entdecken oder zu ihr gelangen können, weil der übliche Lauf des Lebens bergeweise irgendwelchen Mist darüber häuft. Ich behaupte ja nicht, dass ich das glaube. Aber ich habe bisher einfach keine bessere Erklärung gefunden für den Ursprung dieses schwindelerregenden Durcheinanders von Bildern und Lauten, die von meinem inneren Auge und Ohr aufflackerten und vorbeiwirbelten. Ich sah alle Morgendämmerungen zu früh anbrechen und alle Mittage mahnten einen zur Eile. Die Abenddämmerungen flüsterten: Ich glaube kaum, dass du es schaffen wirst. Und alle Mitternächte zuckten die Achseln und sagten: Dann mehr Glück morgen. Ich sah all die Hände, die einem Fremden zugewinkt haben, im Glauben, er sei ein Freund. Ich sah all die Augen, die gezwinkert haben, um jemanden wissen zu lassen, dass eine Kränkung nur als Scherz gemeint war. Ich sah all die Männer, die Klobrillen abwischen, bevor sie urinieren, aber die danach. Ich sah all die einsamen Männer, die Schaufensterpuppen anstarren und denken: Jetzt reizen mich schon Schaufensterpuppen. Langsam wird es tragisch. Ich sah Dreiecksbeziehungen, etliche Vierecksbeziehungen und ein bizarres Liebes-Sechseck im Hinterzimmer eines stickigen Cafés in Paris. Ich sah all die verkehrt herum übergestreiften Kondome. Ich sah all die Rettungswagenfahrer, die während ihrer Freizeit im Stau stehen und sich wünschen, hinten drin läge ein sterbender Mann. Ich sah all die edlen Spender auf einem Platz im Himmel spekulieren. Ich sah all die Buddhisten, die von Spinnen gebissen wurden, die sie nicht töten mochten. Ich sah all die Fliegen, die sinnlos gegen Fliegengitter klatschten, und all die Flöhe, die sich freudestrahlend auf Haustieren einnisteten. Ich sah all das zerbrochene Geschirr in den griechischen Restaurants und all die Griechen, die dachten: Tradition, schön und gut, aber das wird langsam teuer. Ich sah Zeitungshoroskope, die behaupteten, ein Zwölftel der Erdbevölkerung habe Besuch von einem Verwandten zu erwarten, der sich Geld leihen wolle. Ich sah die zahllosen Fälschungen berühmter Bilder, aber keine Fälschung berühmter Bücher. Ich sah all die Schilder, die den Zutritt oder den Ausgang verbieten, aber keine Schilder, die Brandstiftung oder Mord verbieten. Ich sah all die Würmer, die von neugierigen Kindern und bedeutenden Wissenschaftlern zerschnitten wurden. Ich sah Münder, und darin ist es wirklich widerlich. Ich sah die Vogelperspektiven all der Vögel, die finden, dass die Menschheit, dieser Haufen von Kloschüsselköpfen, ganz schön emsig ist. Was sollte ich mit all dem anfangen? Was erwartete man von mir? Ich weiß, dass die meisten Menschen darin eine göttliche Vision gesehen hätten. Sie hätten vielleicht sogar Gott gefunden, der ihnen daraus entgegenhüpfte wie ein heiliges Schachtelteufelchen. Aber ich nicht. Alles, was ich darin sah, war die Menschheit und ihr hohles Treiben, Schall und Wahn. Sicherlich, was ich gesehen habe, hat meine Sicht der Welt geprägt. Doch ich glaube nicht, dass es das Geschenk eines höheren Wesens war. Ein Mädchen hat einmal zu mir gesagt: Wenn ich das so sehe, würde ich mich willentlich einer göttlichen Botschaft verweigern. Und das sollte doch von religiöser Inbrunst durchdrungen sein. Das hört sich schön an, aber was soll ich machen? Ich habe es einfach nicht in mir. Wenn es Gottes Absicht war, mir mit all dem visuellen Getöse etwas mitzuteilen, hat er sich den Falschen ausgesucht. Meine Unfähigkeit, in Gottesfurcht zu entbrennen, ist mir in den
vorzulesen. Was bedeuteten ihr die Wörter in der Qual von Zimmers, in denen die Frucht ihrer Lenden dalag wie eine Lammkeule? Ich stelle mir vor, dass ihr Verstand unter Wachstumsschmerzen gelitten haben muss, wie ein Gefolterter auf der Streckbank. Ich stelle mir vor, wie sie das, was sie vorlas, zu verarbeiten versuchte. Ich stelle mir vor, wie diese brutalen, betörenden Wahrheiten die engen Grenzen ihrer fest zementierten Anschauungen sprengten. Es muss eine langwierige, verstörende Tortur gewesen sein. Wenn ich daran denke, was sehr viel später aus ihr geworden ist, an dieses wahnwitzige Trauerspiel, das sie gegen Ende ihres jungen Lebens verkörperte, dann zeigt sich mir im Bild meiner Mutter das schmerzliche Entzücken einer Leserin, die zum ersten Mal von den vielfältigen Streifzügen der Seele hört und sie als ihre eigenen erkennt. Kurz nach meinem 8. Geburtstag wachte ich auf. Einfach so. 4 Jahre und 4 Monate, nachdem ich ins Koma gefallen war, fiel ich wieder heraus. So, und jetzt die versprochene Einordnung. Ich habe eingangs schon gesagt, dass der Jasper ja sozusagen die Biografie seines Vaters schreiben möchte in der Institution, in der er untergebracht ist. Und er beginnt mit der Erzählung seines Vaters, wie die gemeinsame Kindheit mit dem verbrecherischen Bruder Terry stattgefunden hat. Und bevor Terry zur Welt kam, fiel eben Martin in das eben beschriebene lang anhaltende Koma in einer Stadt im australischen Nirgendwo, die nur gegründet worden war, um ein großes Gefängnis oben auf dem Hügel zu bauen. Ein Gefängnis, das, wie man sich denken kann, im weiteren Fortgang der Geschichte noch eine große Rolle spielen wird. Ich habe jetzt gerade hier Facebook-Wall und Twitter-Wall versucht, ein bisschen zu durchforsten, wer Detlef gelesen hat. Und das ist ein Trost für Steve, dass jetzt, wo es um Euro dahin geht, jeder Vorschuss in australischen Dollar sehr willkommen ist. Und ansonsten werden die Stimmen der beiden Vortragenden sehr gelobt. I just checked the Facebook Wall. And the other is, you were very lucky to have received your advance payment in Australian dollar concerning the euro crisis right now. Ah, yes. It was a very bold and clever move. Exactly. I could see it all. Wir haben jetzt gerade ein, zwei Autorennamen aufscheinen gehört hier in der Lesung, wo sozusagen der Martin osmotisch an seiner Bildung arbeitet, weil er die Stimmen eben hören kann, während er im Koma liegt. Und wenn man das Buch von Steve liest, fallen einem auch einige Autoren ein und einige erwähnt er auch in diversen Interviews als Einflüsse. Borges haben wir gerade gehört. Kurt Vonnegut wird immer wieder mal erwähnt, aber auch jemand wie Knut Hamsun oder Celine, die ja nun beide unbenommen von ihren literarischen Qualitäten, eine sagen wir, befleckte Biografie haben. Also das ist ein schweres Ringen mit sich selbst haben und dann die auch sehr seltsame politische und menschliche Entscheidungen getroffen haben. Und nach diesen beiden Autoren speziell als Einfluss möchte ich Steve Trotz jetzt fragen. In the book, but also in the interviews you gave around the publishing of the book, names of authors are mentioned who may or may not have been influential on what you did, Kurt Vonnegut or Borges. Celine and Hamsun always show up. And these are writers with a very problematic biography, as we all know, mm-hmm. of course. And I always had problem to develop a relationship with these authors, especially Samson, because Celine, he just overpowers you, and there you are. But you're a different generation, you're younger. How does your generation deal with a writer like Samson or Celine? Is it easier for you to forget about the soiled side of their personality? Well, I mean, I certainly wouldn't presume to speak for any
members of my generation other than myself. You know, sometimes certainly ignorance can be very helpful. And I didn't study literature. So the way I discovered these authors, perhaps Hampson, for instance, was I fell in love with an author named John Fonte, who wrote a book called Ask the Dust, which was really one of my favorite books. And in fact, the phrase "Ask the Dust" is a line from Pan, the novel Pan by Hampson. And I read in a letter from him that he was suddenly he was praising this author who I'd not heard of, and so I discovered all of Hampson's books and I read them without knowing anything about him, and so I fell in love with him, and then later I found out that he gave his Nobel Prize to Goebbels as a gift, but I don't think I don't need personally I don't need the artists that I love to be exemplary human beings. Not even a little bit. We love Shakespeare. We don't know anything about Shakespeare. You know, for instance, you know, he might have spat on children as he walked past them in the street. We have no idea. And W.C. Fields, and he did that for sure. Exactly. So it personally doesn't bother me. I mean, I think in Australia certainly we're not. I guess have a traditional great love of literature. We love sports people, and this issue comes up as well because there's this kind of moronic idea that these sportsmen have to be role models for children, and then you find out that they get into trouble and drinking and raping and all sorts of things. But I think that it's if you teach your children in a society that just because somebody has great hand-eye coordination that they also should be a good person, then I think that's just an example of bad parenting. Ich versuche das zusammenzufassen, und zwar von hinten nach vorne. Also wenn man auch jemanden im Sport sehr stark fördert, das Beispiel, das Steve gerade am Schluss brachte, und da ist jemand so eine besondere Leistung bringt, auch das sagt jetzt nichts über den Charakter der Person aus, die uns da gegenüber trifft, eher über die Eltern, die halt vielleicht idiotische Eltern waren, wenn sie mehr Wert auf die Auge-Hand-Koordination ihres Kindes als auf den Charakter oder die Weltanschauung des Kindes gelegt haben. Und was Hamson betrifft, den hat er kennengelernt, weil er bei Fante einen Satz gefunden hat, der von Hamson stammt, und einen Brief, in dem Fante den Hamson über den schönen König, wie es in Bayern heißt, lobt, und er ist dieser Spur nachgegangen, so wie jeder Lesende auch immer Spuren nachgeht, und hat erst viel später sich biografisch mit Hamson auseinandergesetzt. Und das, was du gerade über Kindererziehung gesagt hast, Steve, beantwortet auch eine Frage, die hier gerade aufgelaufen ist, ob du dich denn dem jungen Jasper, dem jungen Terry identifizieren kannst, beziehungsweise ob du Mitleid mit ihnen empfindest als Autor, weil es ihnen als Kindern eben nicht sehr gut geht. Somebody in the internet on Twitter just wanted to know something you kind of answered already now, is whether you had like compassion with Jasper the kid or Terry the kid when writing. Do you have compassion as an author with the creatures you create? Yes, I mean, of course, if I didn't have compassion for them, then, then I don't think I could stick with them. But also part of the role of being an author is to be a little cruel with your characters, because that's where the drama is. So it is a little hard. So I have to be compassionate, but I also have to put them through hell. Ja, man hat schon Mitleid, aber auf die Art und Weise, wie ein General vielleicht Mitleid hat, der seine Truppen auf einen aussichtslosen Berg stürmen lässt. Ja. Man muss seine Lieblinge eben durch die Hölle gehen lassen, damit es spannend wird und bleibt. So die etwas herzlose Antwort. Ich würde jetzt noch gerne von Ihnen wissen, also wenn man über verschmutzte Biografien sozusagen bei diesen möglichen Vorbildern oder Einflüssen Celine Hamson geredet haben,
wie es mit den Personen in seinem Roman selber ist, weil die haben auch alle eigentlich keine glatte Biografie, die haben mehr dunkle als lichte Seiten, die bereiten ihren Familienmitgliedern große Schmerzen, sind vielleicht der Grund ihres Unglücks, und ich würde gerne wissen, ob es seiner Meinung nach sowas wie jemand geben kann, der eben keine Schuld trägt, ja, der nicht des anderen Unglück ist, und ob es denn keine Form der Kommunikation zwischen den Menschen geben kann, die sowas ausräumen könnte. We now talked about the soiled biographies of persons like Celine or Hamsun, but the protagonists in your novel, everybody in your book has a soiled biography. Each and everyone is the reason for some mishaps to the persons in his family, to the persons he loves or despises. None of them has a reason to expect to be taken to heaven right after death, but each and everybody in the book should consider a couple of years in hell quite reasonable. Do you think that nobody can be without guilt in life and in books? Well, I mean, can you be without guilt? Well, not if you live right. I mean, if you're doing life well, then, you know, you have to be guilty about something. I think, you know, the only people who are not guilty are monsters. And so I think guilt is very important. You know, I mean, heaven, hell has nothing to do with it. I mean, that was just metaphor. Yes. Well, like, I think I hope my characters are guilty because they have a conscience. That's the basic. Also jede seiner Figuren lädt Schuld auf sich. Warum? Weil wer keine Schuld auf sich lädt, auf die eine oder andere Weise, wäre kein Mensch, sondern ein Monstrum. Wir kennen diese Idee auch schon aus dem Film zum Beispiel, Frankensteins Monster, ja, der sozusagen in seiner Unschuld dann auch monströs eben sich verhält. Und wenn jemand in der Lage ist, Schuld auf sich zu laden, diese Schuld auch zu erkennen, erst dann zeigt er auch, dass er in der Lage ist, ein Mitfühlen zu entwickeln, dass er ein tatsächliches menschliches Wesen ist. Jetzt sind wir tatsächlich in Paris angelangt, das ich vorher schon so großspurig angekündigt habe. Martin ist nach Paris gegangen, um seiner Jugendliebe zu folgen. Lernt dort eine andere Frau kennen, führt dort Tagebuch, und diese andere Frau ist die Mutter von Jasper. Und aus dieser Pariser Zeit stammt jetzt der dritte und für heute letzte Auszug aus dem Roman A Fraction of the Whole von Steve Tolson. Was für eine Nacht. Falls jemand plötzliche heftige Erdstöße spüren sollte, ich habe sie ausgelöst. Weil ich endlich in die wohlriechende, behaarte Tasche des anderen Geschlechts reingerutscht bin. Nun ist es Amtlicht. Ich habe Unzucht begangen. Saß auf dem Friedhof Montmartre gegenüber von Jinskis Grab auf Bank und machte Liste mit Entschlüssen. Der übliche Unsinn, Rauchen aufhören und glücklich sein mit dem, was man hat und anderen geben, aber wem? Bettlern, ja, Bittstellern, nein. Und nicht kuschen, nicht mal vor sich selbst. Und Weinpissen und Goldscheißen, bla bla bla. Banale Liste mit Versprechen an sich selbst summierte sich auf genau 50, und als ich sie zerriss, dachte ich, Vorsätze fürs neue Jahr sind das Eingeständnis, dass wir längst wissen, dass die Schuld für unser Unglück bei uns selbst liegt und nicht bei den anderen. Lief bis Mitternacht durch die Straßen inmitten all dieser Pariser, die sich vollsogen mit Glück, und kam mir dumm vor und fehl am Platz in meinem Missmut. Und es schien mir klar zu sein, dass Einsamkeit das Schlimmste auf der Welt ist und man den Menschen immer alle Kompromisse verzeihen sollte, die sie in Liebesdingen eingehen. Um Mitternacht steckte ich mir die Finger in die Ohren, doch es half nichts. Ich hörte es trotzdem. Der Countdown zum neuen Jahr hin war das Schlimmste, was ich je gehört hatte. Ich lief weiter. Das Fenster meines Stammcafés leuchtete als Kreis gepunkteter Lichter aus dem Nebel. Ich trat ein. Ein fetter Barmann schenkte mir grinsend Champagner ein. Ich nahm ihn und wünschte ihm ein frohes neues Jahr auf Französisch. Alle Stammgäste darauf erpicht zu wissen, wer ich war. Man setzte mir M-Fragen zu und schließen Laute des Schocks aus, als ich sagte, bin aus Australien. Meine Heimat für sie nicht näher als der Mond, wurde betrunken und erwiderte Fragen.
mit Fragen und fand heraus, wer Kinder hat, wer geschieden war, wer Darmkrebs hatte, wer kleineren Literaturpreis für ein Gedicht mit dem Titel Die Kaldauen des Lebens gewonnen hatte, wer erdrückende finanzielle Schwierigkeiten hatte und wer zu den Freimaurern gehörte, aber verrat es keinem. 4 Uhr nachts, bemerkte Frau, an anderem Ende der Theke, hatte sie nicht hereinkommen sehen. Sie hatte ein wunderbar knochiges Gesicht und trug einen schwarzen Pelzhut. Und als sie ihn absetzte, ergoss sich Haar über ihr Gesicht bis in den Champagner. Sie hatte sehr viel Haar. Es fiel ihr über den Rücken. Es fiel in meine Seele. Es bedeckte ihre Schultern und meine Gedanken. Ich beobachtete, wie sie trank und dachte, ihr Gesicht ist eins, das man sich erst verdienen muss. In diesem Gesicht war ein Lebensüberdruss, als habe sie schon alle Akte der Schöpfung und der Zerstörung gesehen und sei im Flaschenhals der Geschichte stecken geblieben und nackt herausgekrochen über endlose Meilen zerbrochener Leiber und Maschinenteile und dann in dieser Bar hier aufgetaucht, um sich mit einem schnellen Glas Champagner den Geschmack des Holocaust aus dem Mund zu spülen. Der Alkohol verlieh mir Mut und ich ging hinüber, ohne mir eine Eröffnungszeile zurechtzulegen. Bonsoir, Mademoiselle, parlez-vous anglais? Fragte ich. Sie schüttelte den Kopf, als sei ich ein Polizist, der sie nach einer Vergewaltigung verhöre. Daher zog ich mich zurück und nahm meinen Platz am Ende der Theke wieder ein. Gedemütigt kippte ich Champagner auf Ex und als ich aufblickte, sah ich sie kommen. Ich spreche Englisch, sagte sie und setzte sich auf den Hocker neben mir. Schwierig, ihren Akzent zu verorten, europäisch, war nicht französisch. Ertappte sie, wie sie ohne Hemmung mein verstümmeltes Ohr anstarrte. Und bevor ich mich versah, legte sie einen Finger auf die Narbe und mir gefiel, dass in ihren Augen kein Mitleid stand, nur milde Neugier. Mitleid ist die schrecklich verblödete Schwester von Einfühlungsvermögen. Mitleid weiß nichts mit sich selbst anzufangen. Deswegen macht es bloß, oh, sie überrascht mich noch mehr dadurch, dass sie nicht fragte. Hast du auch irgendwelche Narben? Fragte ich. Ich habe nicht einmal Kratzer, antwortete sie gedämpft, als lege eine Hand über ihren Mund. Ihre Strickjacke war gerade weit genug geöffnet, dass man ein enges schwarzes T-Shirt sah und darunter kleine, aufregende Brüste wie hartgekochte Eier. Ich ließ mein dünnes Lächeln vor ihre Nase baumeln und fragte, was sie in Paris machen. Nichts. Meistens. Nichts meistens. Diese ominösen Worte spielten eine Weile in meinem Kopf, ordneten sich neu, meistens nichts, und starben schließlich dort. Lust nahm erstaunliche Ausmaße an. Und es war, als würden meine heimlichen Gedanken über Megafon ausposaunen. Sie fragte mich, wo ich herkäme. Und das sagte ich ihr und sah zu, wie sie sich in ihren Augen Ansichten über ein Land spiegelten, das sie nie gesehen hatte. Ich wollte immer mal nach Australien, sagte sie. Aber ich bin sowieso schon viel zu viel gereist. Wir redeten eine Weile über die Erde und mir fiel kaum ein Land ein, in dem sie nicht gestrandet war. Sie erzählte mir, sie spreche Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Mehrere Sprachen zu beherrschen, machte Eindruck auf mein faules australisches Gehirn. Akzeptierte diese Frau meine Avancen? Oder erwiderte sie sogar? Es müssen Hintergedanken dabei sein, dachte ich. Sie will mich aus irgendeinem banalen Grund vielleicht um ihre Möbel umzustellen. Möchtest du mich küssen? Fragte sie plötzlich. So, damit können wir ja mal anfangen. Warum tust du es dann nicht? Und wenn du aufschwingst und mir eine Szene machst? Werde ich nicht. Versprochen, versprochen. Bis das der Tod uns scheidet? Nichts wäre ich lieber als tot. Überhaupt? Oder wenn ich dich küsse? Was stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht. Achtung, ich komme. Ich beugte mich vor und sie grapschte meinen Kopf und ihre langen Fingernägel in meiner Wange waren schärfer, als sie aussahen. Und wir küssten uns lange. Ich glaube, wir machten irgendwas falsch dabei, weil unsere Zähne dauernd zusammenstießen. Als der Kuss vorbei war, sagte sie lachend, ich kann deine Einsamkeit spüren. Sie schmeckt wie Essig. Das ärgerte mich. Es ist allgemein bekannt, dass Einsamkeit nach alter Kartoffelsuppe schmeckt. Was schmeckst du an mir? Fragte sie spielerisch. Ich kann deinen Wahnsinn schmecken, sagte ich. Wonach schmeckt er? Blauschimmelkäse. Sie lachte und klatschte in die Hände und warf dann ihre Arme um mich und riss an meinem Haar, dass es wehtat. Lass los. Erst wenn du mich nochmal küsst. Ich will noch mehr von deiner Einsamkeit schmecken, sagte sie laut. Ich war froh, dass keiner in der Bar Englisch sprach. Dieses irre Gefasel war peinlich. Und ich wollte nicht, dass jemand im Café über die Geschmacksnote meiner einsamen Seele nachdachte. Trink mir noch ein Glas, sagte ich. Wir saßen noch eine Stunde und tranken. Und ich verstummelte einige meiner kohärentesten Gedanken, indem ich sie in Worte fasste. Ich erinnere mich nicht, wie wir in ihre Wohnung gekommen sind. Ich erinnere mich, wie sie ihre Hände auf meine Arme legte, während sie redete. Und ich erinnere mich an Küsse auf der Straße. Und daran, einen unreifen Pfiff von irgendwoher gehört zu haben. Ich erinnere mich, dass sie sagte, ich soll aufhören zu pfeifen.
Ich erinnere mich, dass der Sex gut war. Um den Moment hinauszuzögern, dachte ich an Massengräber und Spritzen und Zahnfleischschwund. Ich weiß nicht, was sie dachte oder ob sie den Moment hinauszögern wollte. Es war inoffiziell mein erstes Mal. Offiziell auch. Jetzt 5 Uhr morgens. Sie ist vor mir eingeschlafen. Und ich schreibe das hier sehr betrunken und neben ihr im Bett. Oh, wie auch immer dein Name lautet. Du schläfst tief wie ein wundervoller Kadaver. Und dein geisterhaft weißes Gesicht liegt dort auf Kissen gebettet wie ein Stück vom Mond. Detlef Bothe, vielen Dank. Ja, ich danke auch. So schön deine Leistung war, Detlef. Der Charme des Fremden obsiegt immer. Hier in Twitter fragt Steffi, Herr Tolz, Ihre Stimme klingt so gut, gibt es auch ein Hörbuch von Ihnen gelesen? Steffi just twitters that your voice is marvelous, Steve. Have you read your own audiobook? And is it available someplace on this planet? It is available. They didn't ask me to do it, and I didn't offer. You know, the funny thing is, when I've heard, I mean, that sounded wonderful, even though I didn't understand a single word of it. But when I've heard the book read in English, it's quite strange. And when I read it myself, it's quite strange because I'm not the voice in my head either. Of course, yeah. So the voices that I have for Martin and Jasper, it's something that's not quite real. It's not quite. It's very difficult to hear it in my own voice. So no, but it is available out there. And recently, I was at a festival in France, and somebody gave me a CD that somebody has done for the blind as well in France. So it's in a number of languages, and none of them are me. Also Steffi, du musst mit dem zufrieden sein, was du über deine kleinen piepsigen Computerlautsprecher zu hören bekommen hast. Es gibt zwar Audiobooks in diversen Sprachen, aber keine davon gehört ihm, Steve, dem Autor. Und er sagt, es ist eh seltsam, wenn er das liest und er hört es dann gelesen, genauso wenn er das von einem englischsprachigen Schauspieler gelesen hört. Es ist nie die Stimme und Sprache, die er in seinem Kopf hört. Das hängt einfach damit zusammen, dass man einfach seine Stimme ganz anders hört, also aus physikalischen Gründen, wie alle anderen Menschen. Als Radio-DJ kann ich das auch beurteilen. Ich bin immer auch unangenehm berührt, wenn ich irgendwo eine Kassettenaufnahme oder sowas von meiner Stimme höre, weil das nicht ich bin, das ist jemand, der so tut. Und ich glaube, Steve geht es mit seinem Hören so ähnlich, vor allem, weil man ja wahrscheinlich als Autor jede der Figuren auch noch mit einer charakteristischen Färbung ausstattet. Ich habe mir noch ein, zwei Fragen überlegt, aber bevor ich die an Steve zum Abschluss des Abends noch abhöre, möchte ich natürlich nicht nur den Herrschaften draußen an den Hörgeräten, wenn jetzt was vielleicht wissen Sie, was ich meine. Alte Technologie, jetzt neue Technologie. Na, sind auch Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, Fragen an Steve zu stellen. Sollten Sie das auf Deutsch tun wollen, werde ich versuchen, das ins Englische rüber zu stammeln. Ansonsten versuchen Sie es selbst. Bitte sehr. Well, no, but thank you for asking. Oh, it's a good way to deflect. But you know, I'll think about it. I'll think of something by the end of the night. Als ich das Buch jetzt während der letzten Woche gelesen habe, kommt man natürlich als erstes sozusagen auf den Gedanken, ja, hier geht es um eine sehr ins Extreme übersteigerte, aber doch Familiensituation. Das ist etwas, das man kennt, die Beziehung Vater-Sohn. Mutter-Sohn ist es zum Teil eine Patchwork-Situation, aber im Großen und Ganzen, es ist eine Familie, ja, die hier aufeinander trifft. Und dann ist man, als dieses Offensichtliche sozusagen durch den Kopf gerauscht war,
ist mir noch aufgefallen, dass es eigentlich auch darum geht, alle Personen, die hier vorgestellt werden, also speziell die beiden älteren Brüder Martin und Terry, erreichen eine extreme Bekanntheit und die Menschen um sie herum, in dem Fall das Kind Jasper auch, aber auch die Frauen, mit denen sie zusammen sind, leiden unter diesem Celebrity-Status. Und ich frage jetzt tief nochmal, ob es auch ein Buch ist über all die Kinder von Celebrities auf der ganzen Welt, die dem medialen Dauerfeuer ausgesetzt sind. When I read the book, I of course assumed that's a book about family situation, patchwork families, normal families, how people interact in families, the kind of problems they have there, etc., etc. But then it dawned on me that it is also a book about being a celebrity and what harm this being a celebrity may cause to your children, the ones you love, your friends. Was this something that was in the back of your mind when you wrote the book too, or is it like a collateral damage that happened? You know, it's true, but it's a particular type of celebrity. I wanted to. I was interested in exploring the type of character that we have in Australia sometimes, which is every now and again, the whole nation unites to hate somebody. There's just, you know, we don't agree on many things, but sometimes somebody will really piss us off. And it's, you know, it's interesting. It's usually a white-collar criminal, somebody who's sort of defrauded people or stolen some money. There's one guy in particular I was thinking of who had taken money and absconded to Spain. And the whole of Australia just, you know, they just all rose up and everybody, you could never hear anybody say a good word about this person. And I was curious and thinking, well, how would it be like to be hated by 20 million people? That's, you know, and then I thought, you know, how would it be for their families and for their children to be sitting around the breakfast table reading these headlines, which the headlines, you know, which are worse than you would read for any kind of murderer, which was the other basis for the book, which was, you know, we have a very strange relationship to criminals in Australia. There are some that we detest, as I mentioned, but then there's another flip side, and then there are some criminals that we adore. And I was interested, for instance, you know, you've probably heard of Ned Kelly, who is a sort of Australian folk hero, or more recently there's a character there's a man named Chopper who they made a film of him about 8 years ago. His name is Chopper because he's famous for chopping off people's toes when he tortures them. And he is one of the most loved men in Australia. And recently I was at a concert and I went to see a band and as I was coming out I saw a poster for Chopper coming next week live on stage. And I thought, what is this guy going to do? And I came back the week after to see him. And he was on stage signing axes that he would auction. And also auctioning large blown up framed photographs of people dead in the street that he had murdered. And the room was packed, sort of similar to this room, and the people were offering hundreds and hundreds of dollars for these goods. And, you know, so it occurred to me to have this strange dichotomy of criminals we hate and criminals we love, and I thought I would take these two characters and make them brothers. Also es geht nicht nur um die schnöde Tatsache, dass jemand eine Berühmtheit, eine Celebrity, ein Promi ist, sondern es ging Steve darum, das schon ins Extrem zu treiben, auch befeuert durch die Tatsache, dass der Australier seine Verbrecher entweder abgrundtief hasst oder eben sehr, sehr verehrt. Wie geht es einer Frau, wie geht es einem Kind von einem Menschen, einem Ehemann, von einem Menschen, der von 20 Millionen Landsleuten gehasst wird? Ja, was löst es mit ihm aus? Er hat jetzt gerade eindrückliche Beispiele geschildert. Das sind zu Chopper offensichtlich eine Art populärem Serienkiller.
mit dessen Schaffen ich bisher nicht vertraut war, aber der seine Popularität wohl dem verdankt, dass er den Völkeropferlied abhackt und offenbar wieder aus dem Gefängnis heraus ist, sodass er auf Lesereise gehen kann oder Vortragsreise gehen kann, wo er handsignierte Äxte und andere Memorabilien vertickt, und Steve hat dem beigewohnt. Um den Abend zu einem halbversöhnlichen Ende zu bringen, frage ich ihn jetzt, was in 10 Jahren, wenn er jetzt zwar kein Massenmörder ist, hoffentlich doch, aber vielleicht ein weltbekannter Autor und selber vielleicht diesen Promi-Status erreicht hat, wie er seine Liebsten vielleicht vor den negativen Auswirkungen schützen möchte, was er gedenkt da zu tun. My last question for tonight is, let's say Steve Tolls in 10 years time is a household name. The Swedish, they give you the Nobel Prize, and the Muslims, they give you the fatwa. You are rich and famous beyond belief. How do you intend to protect your private life and the ones you love? Well, writers are not superheroes. We don't need a secret identity. And and even, luckily I live in Australia where nobody really cares about writers. So, I will be, unless I also win, win a gold medal at the Olympics, I think I'll be left alone. Er windet sich aus der Frage. Er sagt, Australier, die scheren sich doch um Fußballer und um Sportler, aber nicht um sowas Harmloses wie ein Schriftsteller, der intendiert, dazu bleiben. Wir drücken ihm dafür die Daumen und bedanken uns für diesen Abend bei Steve Tolls.